Schauen Sie genau hin. BGF oder BGM verwechseln viele und für mich interessant ist immer wiederum, ganz viele Unternehmen behaupten von sich, sie haben schon BGF, betriebliche Gesundheitsförderung. Wenn man dann aber hinter die Kulissen schaut oder mal schaut, was sie tatsächlich umsetzen, dann sind es ziemlich wahllos geplante Einzelmaßnahmen, die immer mal wieder eingesetzt oder umgesetzt werden. BGM, da ist es sogar noch gravierender. Das heißt, ich kenne viele Unternehmen und habe immer wiederum Gespräche mit Unternehmen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und ganz viele Unternehmen sagen, ja, wir haben BGM, wir haben BGM. Und kaum fragt man dann, ja, was ist denn mit den Führungskräften? Haben Ihre Führungskräfte das gleiche Verständnis? Wo sind die Ziele? Wo ist das Konzept? Ja, das haben wir nicht. Das heißt, schauen Sie genau hin, sind Sie offen und ehrlich sich selbst gegenüber, vor allem Ihren Mitarbeitern gegenüber und definieren Sie einmal, wo stehen Sie denn tatsächlich? Betreiben Sie wirklich schon betriebliches Gesundheitsmanagement? Oder sind Sie noch in der Gesundheitsförderung und wollen ins Gesundheitsmanagement kommen?